Mein Stufendimmer von Aldi pfeift ab. Ich wollte noch eine Temperatursensorüberprüfung jetzt machen, aber ich möchte trotzdem, ich stehe auf dumme Videos. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, welche das ist. Ich hatte die nämlich damals bei Aldi abverkauft gekauft. Da gab es nämlich die erste Generation. Die waren schwerer. Und die neueren sind leichter. Ja, jetzt muss ich mal eben hier Licht anmachen. Das ist in meinem Badezimmer, habe ich den auch drin. Weil uns haben sie damals, wo sie das Badezimmer gemacht haben, haben sie hier eine 40 Watt, 60 Watt Halogenlampe reingeschraubt. Und wenn der Ventilator, nur wenn man das, den Ventilator, Ventilator laufen haben möchte, dann möchte man nicht mit 40 Watt den Strom verbrauchen, sondern dann hat man diese, die hat auf niedrigste Stufe 13 Watt hat die, auf erste Stufe 1,3 und dann 7 und dann 13 Watt. Und das ist ein Modell von der schweren Sorte. Ich hatte damals, kosteten die über 5 Euro, da hatte ich 10 Stück von gekauft für 4 Euro. Die kosten mittlerweile auch 4 Euro. Also ich habe mir viele gekauft, billiger. Ich habe gesagt, die sind reduziert. Die werden nicht mehr billiger und die sind trotzdem noch billiger geworden. Das ist das schwere Modell. Die habe ich mal nur mal zum Spaß, hatte ich die aufgemacht. Eine habe ich zum Spaß aufgemacht. Und das ist schon das neuere Modell. Und die fängt jetzt an zu flackern. Die sind schon drei Jahre später angeschafft worden. Und das sind die bei Aldi billiger waren, die etwas schwereren. Und dieses hier ist ein anderes Plastik. Ja, könnte man die noch mal aufmachen, da die ja kaputt ist. Da klötert schon mal. Ist auch egal, kann ich immer noch machen. Die mochten wir da eben reinmachen. So. Ist die Frage, kann man manchmal von diesen Lampen den Schirm abnehmen, um da vielleicht ein besseres Ergebnis mit zu haben? So. Voll 13 Watt? 7 Watt, ja, so eine Kamera. Die Kamera regelt ja nach. Aber das sieht auch nicht schlecht aus. So, ich habe ja, die drei Minuten. Ist ja so langweilig. Ich möchte jetzt erstmal ganz schnell meine Temperatursensoren rausholen, meine Bluetooth. Die Messung ist jetzt gerade frisch gestartet. Wir müssen einmal den hier. Die waren jetzt gestern Nacht drinne. Das Ding ist auf Stufe 3. So. Da sind sie jetzt. Das ist der Aldi, der auch, wo ich sagte, das ist der Aldi, den ich mit jetzt auf Stufe 3, tiefste Temperatur 4,1 Grad, was ich auch verglichen hatte mit Wasser, mit einem Source de Deux, mit diesen Niedrigtemperatur-Gargerät, was so aussieht wie ein Küchenmixer. Da oben ist er. 4,1. Und das sind meine beiden neuen, die ich gestern, die Temperaturkurven gucken wir uns gleich an. Das sind meine beiden neuen. Die hatte ich hier drinne. Die aber nur auch bis auf 5 runtergehen. Aber jetzt, nachdem ich den einer Behandlung unterzogen habe, gehen die jetzt auch bis 4 runter. Also das, wenn ich sage, ich habe jetzt die richtige Temperatur. Ne, der eine heißt unten und der eine heißt oben, weil den unteren, den hatte ich erst oben.
So, und die mache ich jetzt in das Plastikding rein, weil wenn ich sie mitnehme, wenn ich die Dinger mitnehme, kommen wir lassen. Wir machen es mal ein bisschen luftiger. Ein bisschen luftiger. Wenn ich sie mitnehme und irgendwo ein Kühlgerät untersuchen möchte, ohne es mir extra mit nach Hause hinzustellen, dann möchte ich jetzt wissen, da möchte ich nicht dieses Glas mitnehmen. Das ist mir zu schwer, sondern irgendein Stück Plastik. Möchte jetzt nochmal einen Vergleich fahren zwischen der Temperaturkurve hier und der Temperaturkurve hier. Weil hier ist ja, wird die Kälte eher gespeichert. Aber letztlich kommt das ungefähr hin, so mit der tiefsten Temperatur. Allerdings ist das Ding jetzt erstmal angesprungen, der Kühlschrank. Ich hatte das gestern im Gefrierfach drin. Und die tiefste Temperatur, die mein Gefrierschrank erzeugt hat, war knapp minus 30 Grad, allerdings mit einem normalen Temperatur, einem normalen Thermometer, einem normalen Meter Temperaturmessgerät. Das war das Versuchsobjekt. Das war hier drin. Mit so einem normalen, wenn die messen in einem Glas minus 30 Grad, dann geht das fast bis 35, ging ja runter. Oder noch weiter. Und dann hatte ich ihn hier drin. So. Und dann hat das, die Messgeräte standen auch hier hinter genau. Und die haben 30, sind bis 30 runtergegangen. Und hier ist es tropft bis minus 35 runtergegangen. Das heißt, das Ding ist zwar auch genau, aber natürlich, um irgendetwas zu messen, muss das Ding natürlich gefüllt sein. Das muss zwischen dem Gefriergut liegen. Dann kann man damit auch eine gute Messung hinkriegen. Und wie gesagt, die möchte ich gerne jetzt vergleichen, was der Unterschied ist zwischen dem Glas und dem Plastik. Weil wenn ich die jetzt mit habe, so ein Stück Plastikbecher, das macht natürlich Sinn, die Dinger da reinzustellen, weil dadurch, wenn das Kühlgerät kühlt und die Kälte, das steht an der untersten Stelle und die Kälte geht da so runter, dann ist das natürlich besser, wenn für das Messergebnis, um das gleichmäßig zu halten, dass das Ding quasi hier sozusagen die Kälte ein bisschen hält. Also das werde ich nicht ohne das Ding einfach so reinzuschmeißen, um irgendwas zu messen, wie ja man ja eben gehört hat, bei der Gefriertruhe, die geht bis minus 35, macht ja keinen Sinn. Und den möchte ich auch nochmal reinstellen, bevor er denn endgültig wieder nach draußen auf den Balkon kommt und ich den abgerissenen Feuchtigkeitsmesser wieder anlöte. Ne? Hier kann man sogar gucken, wo der Sensor ist von Aldi. Sehr genau, sehr, sehr genau. Da unten sitzt das kleine Ding. Ja, ich hatte das probiert, im Wasser reinzustellen, damit ich die Temperatur... Aber dann tilt er. Aber sehr, sehr genau. Ja, sehr genau. Haben wir hier irgendwo einen Arzt? Mir läuft jedes Mal, wenn ich aufstehe, für ein paar Stunden läuft mir die Nase. Das hört man ja auch. Das merke ich selber an den Videos. Ich habe keinen Schnupfen. Nur wenn ich aufstehe und meinen Kaffee trinke, läuft mir die ersten zwei Stunden läuft die Nase. Komisch ist das. Eine allergische Geschichte. Jetzt möchte ich das Ding auch noch in Plastik reinstellen. Habe ich denn hier irgendwie so ein Plastik? Ich habe doch hier irgendwo noch so ein Plastik rumstehen. Hier, hier fliege da, dahin fliege. Da wollte ich meinen Silberfisch fangen. Ich habe gestern auch einen Silberfisch noch gefangen. Der krabbelt hier oben rein und dann ist der hier in dieses Loch reingegangen, der Silberfisch. Da. Und ich wusste, wo ich die Fliese gemacht habe vor 6, 7 Jahren oder vor 2017, dass das hier meine Luftblase war. Das war so eine richtige, das weiß ich noch. Ja, jetzt hast du gefuscht. Und das war die Höhle für den Silberfisch. Und dann habe ich erstmal noch hier uraltes Ameisenpulver reingesprüht. Dann habe ich mit einem abgebrochenen Ohrenstäbchen da reingestochen. Ja, und dann glaube ich, der liegt da drin in seinem Sarkophag. So, okay. Den packen wir da rein. So. Jetzt schnell den Mist wieder rein. Weil ich nämlich gerade noch eine Strommessung mache. Guck einmal da wieder hin. Und dann kann ich sie mitnehmen.
Oder wenn ich mal in Lidl bin oder so, oder in Penny, dann kann ich das Ding mal irgendwo ins Gemüsefach packen für die Stunde, die ich in dem Laden rumlaufe. So habe ich dann nochmal wieder ein paar Messergebnisse. Und ich möchte nicht das große Glas mitschleppen. So, jetzt gucken wir uns die Messergebnisse an. Ich versuche das Ding still zu halten. Eben mal meine Brille aufsetzen. Erstmal bei dieser Kurve, die man kriegt, die 4 Grad. Mach es nicht so kompliziert. Mach es von Anfang an. So, das sind jetzt meine beiden Gerätschaften. Jetzt sind sie rot. Das heißt, sie haben Kontakt. Die waren jetzt draußen. Wir fangen mal mit den unteren an. Den habe ich unten genannt. Weil ich, wo ich angefangen habe mit der Messung, habe ich den nach unten gepackt. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Wie gesagt, wer das andere Video nicht gesehen hat, hier kann ich ihn auch kalibrieren bis plus minus 0 Grad. Aber die Dinger sind so genau, ich habe hier nichts kalibriert. Also hier an diesem Punkt sind quasi drei Felder, die man tippen kann. Einmal die Synchronisierung. Ja, hier unten. Das funktioniert nur, wenn er Empfang hat. Und ich glaube, kurz hintereinander will er auch nicht. Wenn er beim zweiten Mal springt er dann quasi gleichzeitig in das Feld rein. Weil er gerade synchronisiert hat. Also da steckt eine gewisse. Und hier oben ist auch ein Feld. Hier oben. Hier sind die Kalibrierung und Mini-Maximum abgelaufen. Signal rufen, Ton an, aus. So. Also den einen hatte ich zuerst oben im Kühlschrank und den anderen unten im Kühlschrank. So. Dreimal erklärt und doch noch falsch geklickt. So. Hier habe ich auch die Einstellung, wo ich einstellen Intervall von bis. Das habe ich noch nicht ganz kapiert, noch nicht vollendend kapiert. Aber hier habe ich jetzt, haben wir ja, da habe ich ihn bekommen, draußen ausgepackt und dann habe ich ihn zuerst in den Kühlschrank reingepackt. Und hier kann ich die, hier habe ich die Temperatursensoren. Ich glaube, ich kann auch ohne. Halt, so, hier siehst du das. Und das Problem ist hier oben, das Problem ist natürlich, der andere hatte jetzt 4. Der von Aldi. Den habe ich hier auch irgendwo liegen, da liegt der. Das geht schon seit Tagen, seit einer Woche so, liegt der drin. 4,1 wieder, immer 4,1. Ne? Und die beiden neuen, die ich hatte, die sind immer auf 5 gegangen. Und die wichtige Erkenntnis ist trägt er alle 10 Minuten, macht er einen Schnitt. Und hier trägt er ja nicht die tiefste Temperatur. Ne? Hier trägt er nicht die, sondern macht alle paar Minuten, alle 10 Minuten einen Schnitt. Ein Screenshot, ein Bild hier sind die. So. Und das bedeutet, wenn der Kühlschrank angeht und er schaltet sich an und wenn er seine tiefste Temperatur erreicht hat, also die 4 Grad, wo wir jetzt mal ausgehen, dass das ungefähr die richtige Temperatur ist. Diese 4 Grad sind ja nur kurzzeitig, weil er ja gleich wieder nach oben geht. Deswegen hier zu suchen nach den tiefsten Temperaturen ist nicht zielführend. Aber der trägt wohl durchgängig. Ich weiß nicht, was der für eine Taktung hat, aber man sieht ja an den Bildern hier. Hier ist die tiefste Temperatur 5,1 und die höchste 6, also hier hat er eine Differenz von 1,5, wo er neu war. Unbehandelt war. Tiefste Temperatur 5. 6,5, 1,5. Und das ist den ich dann oben hatte zuerst. Ja, das ist dann die, ne,
7,4. Ein Grad. Und hier habe ich ihn dann nach unten gepackt. Und dann habe ich, hier habe ich ihn nach unten gepackt. Und hier habe ich ihn zusammen mit dem anderen, so wie er eben im Glas war, nach unten gepackt. Ne? Wo ist denn hier? Cool. Hier. Das sieht, das heißt, das Ding, wo ich glaube, der hat genauer gemessen, 4 Grad, dieser hatte 5 Grad. Kann man nicht einfach richtige Tipppunkte auf dem Scheißding anfertigen. So, und hier sind wir wieder in den Bereich. Hier ist der, hier auch die tiefste Temperatur. 5,38, wo er eigentlich 4 haben müsste. Ja, das ist. So, und jetzt habe ich ihn einer Behandlung unterzogen, wie man hier sieht. Ich habe ihn erst in das Gefrierfach gepackt. Hier. Minus 30. Also beide zusammen im Glas, minus 30 eingefroren. Dann habe ich ihn ein bisschen warm gemacht mit dem Föhn. Der eine hat sogar sich ein bisschen gebogen. Das, dieser hier, der hat sich gebogen. Da habe ich das Plastik ein bisschen angeschmolzen. Da habe ich ihn auf 76. Das war halt eben gefährlich. Die Temperatur, die Bereiche sind angegeben minus 20 bis 65 Grad. Und die 65 Grad, die würde ich auch wirklich nicht überschreiten, aber angezeigt hat er mit minus 30, aber wie gesagt, das sind ja die 5.0 Bluetooth-Dinger. Ich weiß nicht, ob die Bluetooth 4.0, die billigeren, also ohne den beiden Löchern, nur bis minus 20 gehen. Auf jeden Fall gehen die bis minus 30 Grad und sind dafür ein Gefriergerät zu testen, was auch über 20 Grad voll einsatzfähig. Und jetzt sind wir hier in die letzte Kurve. Die neue Kurve nach der Behandlung, aber tiefste Temperatur und höchste Temperatur. Diese Welle, dass sie jetzt ein bisschen kleiner ist, das hat nichts zu sagen. Das ist so. Und hier sehen wir jetzt habe ich eine Liste hier. So. Da habe ich ihn den gestern Nacht noch mal einmal aufgekocht oder angeföhnt. Und jetzt sehen wir 4,1, die tiefste Temperatur. Wie gesagt, die kann ich in der Liste sehe ich. Da oben in der Liste sehe ich die nicht. Weil das nur ein kurzer Moment ist. Ich habe die Umgebung nicht geändert. Er hatte vorher quasi minus 5 Grad und 6,5. Und jetzt nach der Behandlung hat er 4 Grad und 1 Grad. Also beide. Also googeln wir mal NTC-Widerstände. Das ist ja wahrscheinlich ein NTC-Widerstände. Einlaufzeit. Weil nach meiner Behandlung sind die jetzt genauer. Das heißt, wenn jemand auf Genauigkeit Wert legt und die Dinger sowas neu hat, kann es Sinn machen, das Ding erstmal in seinen maximalen Spezifikationen einmal einzufrieren und einmal anzuwärmen, dass der dann genauer wird. Das ist jetzt hier unten. Können wir nochmal gucken hier. Tiefste Temperatur. 4,1. Hier wieder runter. 4,1. 5,0. Können wir hier wieder. Einmal hier, das war die erste Messung, 5,6, also 1 Grad zu wenig und 1,5 Hysterese oder Differenz. Ne? Interessant, interessant, interessant. Das ist jetzt der unterste. Jetzt gucken wir uns nochmal den oberen. Wie gesagt, hier habe ich nochmal zur Wiederholung. Hier habe ich jetzt, das sind jetzt nur, wenn man so viele Messungen hat, dann landet mal ein Glückstreffer der tiefsten Temperatur.
Aber die hat er jetzt immer, weil er ja alle 10 Minuten... Er hat ja keinen Min-Max quasi. In dem Sinne. Alle 10 Minuten. Auch wenn ich das einmal synchronisiere, hier bleibt immer alle 10 Minuten. 0:01. Habe ich ihn denn? Hier habe ich ein Minus. Minus 25, minus 29. Das heißt, die minus 30 hätte, wenn er sagt, die Spezifikation geht bis minus 20, hätte ich erst gedacht, vielleicht schaltet er sich bei 30 ab. Oder 29,9, aber war nicht. Aber bei 30,5 war dann Schluss, weil sonst hätte ich meine Gefrierbox irgendwie den Thermostaten kurz schließen müssen, damit die weiterläuft, weil die kriege ich bestimmt bis auf 35 runter. Aber man muss ja nicht alles wissen. So, jetzt hatten wir den oberen nochmal einmal. Wir können das Video ja auch jetzt beenden. Es ist jetzt alles. Wir werden nochmal hier. Den hatte ich erst oben und hier hatte ich dann die Messung unten zusammen. Na? Ist auch egal. Da habe ich nur hier. Also von eben von den 4. Hier auch 5,5. Tiefste Temperatur. 4,13. Ja, okay, den könnte ich jetzt, wenn ich jetzt spaßig wäre, den könnte ich 0,2 runter kalibrieren. Vielleicht mache ich das auch noch. Aber ich brauche ja nicht die gleiche, dieses passt schon. Ja, das war mit dem Kühlschrank. Mit dem Kühlschrank. Viel sinnlose Sachen. Das können wir auch das Video beenden. Jetzt haben wir wieder 20 Minuten voll. Ich glaube, das ist schon das dritte Video. Und das natürlich hier so jetzt in Echtzeit, das ist absolut, absolut genau. Und tschüss.